Wir gucken uns mal ganz kurz den Apparat an. Wir sind natürlich auf super Bedingungen, gerade hier an der Werkstatt. Stehen aktuell... Wo stehen wir denn aktuell? Wir sind in Graz. Wir sind hier irgendwo in Österreich und wir wollen eigentlich unbedingt hier noch in die Gebiete des Balkans. Wir wollen ein bisschen nach Kroatien, wir wollen runter nach Albanien. Dementsprechend gucken wir uns mal an, was wir für Aufträge hier bekommen können. Das heißt, wir drehen auf jeden Fall mal hoffentlich heute... nach Skopje! Boah, das finde ich gut. Ein bisschen Kaliumhydroxid, 19 Tonnen nach Nordmazedonien. Geil. Ja, das machen wir direkt. Wir fahren da direkt lang. Boah, anschnallen, meine Süßen. Boah, es wird Zeit. Wir müssen mal ein bisschen was machen, wa? Ich kann mich jetzt auch nicht drauf ausruhen. Die Ware muss ja trotzdem am Ende des Tages, die muss ja trotzdem rechtzeitig ankommen. Einer muss das ja machen. Boah, ist das ein Wetterchen. Erstmal Blitzer-App aufmachen. Ich sag dir ehrlich, als erfahrener LKW-Fahrer kenne ich jeden einzelnen Blitzer auf der gesamten Welt auswendig. Und deswegen treffe ich auch nicht direkt den Anschalter meines Trucks. Boah, ey Leute, die Straße, ich sehe. Eieieiei. So starte ich in den Tag, Mann. Muss man sich mal überlegen. Na komm, fahr, komm. Fahr, ich lass dich durch, Junge. Mann, Leute, ich bin hier 5 Meter gefahren und schon habe ich hier wirklich, also, schon steht es mir bis hier oben. Ich sag euch ehrlich, es ist ja... Mein Gott! Und jetzt sehen wir noch einen Unfall direkt. Was ist denn mit dem Skoda los? Ey, mir reicht's. Ihr könnt ja warten. Ihr könnt ja warten. Mir ist es mal langsam auch ein bisschen egal. Ich habe hier meine Aufträge zu machen. Ich habe hier ein bisschen zu arbeiten. Und ihr steht hier und denkt euch, also, euch wird der Hintern gepudert. Ich kriege hier wirklich zu viel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, ich krieg die Krätze. So ins Jahr, ins neue Jahr starten oder wie? Leute, was habt ihr euch denn da ausgemalt? Ich hab hier ein bisschen was zu tun. Habt ihr keine, also habt ihr alle nichts zu tun? Ich muss mal, ey, wirklich, ich bin nicht mal 1 Kilometer gefahren und wirklich der Blutdruck ist schon wieder auf, also meine Werte. Ich will sie nicht messen lassen. Spiel ist ganz schön laut, kann es sein? Also gefühlt ist Musik, also die Musik kommt gar nicht hinterher von der Lautstärke. Winterdienst hat auch Urlaub. Never. Ey, das Ding ist doch bei der Sache, mein Bester. Ich fahr immer. Ich muss immer fahren. Ich kümmere mich darum, dass die Ware ankommt. Egal wohin, egal wie, egal was. Ich bin da. Auf mich ist eben Verlass. Die Straßen sind frei. Hier fährt doch keiner am Montag um 10 Uhr. Boah, habt ihr gehört? Aber da hast du, wenn du halt deinen LKW unter Kontrolle hast, dann kriegst du sowas ja auch gebändigt. Dann weißt du, wie das läuft. Für Leute, die ich später erst eingeschalten haben, wir haben eigentlich einen Auftrag, uns verabredet, um ein bisschen Ware nach Nordmazedonien zu bringen. Ja, kommen jetzt aber schon mal verspätet beim Kunden an. Macht natürlich einen scheiß Eindruck erstmal. Was soll ich euch sagen? Bisschen auch ein bisschen, ne? Bisschen auch Provokation auch aus, ne? Schön, dass ich die Ampel nicht sehen kann, mein Bester. Ja, kenne ich ja. Kenne ich ja solche Spielchen. Wir sind ja unter uns. Unter uns Truckern ist das so ein Ding. Mal ein bisschen auch ein bisschen, ne? Ein bisschen Sticheleien. Ach ja. Rum. Ich sag ja immer wieder, Wendekreis wie ein LKW. Ich war heute auch im Real Life tanken. Auf Alibi. Bäcker. Ey, wenn ich ehrlich gesagt einen Bäcker hätte, sonntags würde ich den doch so safe an Silvester aufmachen. Einfach nur für ein paar Stündchen, um Pfannkuchen oder so zu verkaufen. Also Berliner, ihr wisst schon. Und, nee, hatte aber nicht. Deswegen bin ich Alibi zur Tankstelle gefahren, hab nochmal voll getankt und dann mir nochmal ein paar Brötchen geholt, damit ich heute mal was zu frühstücken hatte. Weil leider heute nichts also für mich da war. Unter uns, okay? Hört mir zu. Ich habe noch eine Käsebrezel. Eine richtig geil mit Käse überzogene, fettige Brezel. Und ich habe da so Bock drauf, die nachher noch zu essen. Das wird richtig. Die werde ich mir richtig gut gehen lassen. 50.000 für ein bisschen. Haltet euch fest. Kaliumhydroxid, 19 Tonnen. Da muss man qualifiziert sein, um das zu fahren. Einer der besten Ausbilder. Habe ich, einen der besten Ausbildungen im LKW-Beruf, habe ich ja schon genießen können. Weswegen das für mich hier auch gar kein Problem ist. Auch mal ein bisschen die gefährlichen Waren zu transportieren. Und der Kunde, der wird definitiv auch erstmal, der wird auf jeden Fall zufrieden. Guck mal, wie ich das hier mache. Zacki. Der guckt gerade aus dem Fenster. Da musst du mal gut aufpassen. Wenn du auf dem Hof des Kunden bist, immer schön langsam alles ganz gekonnt machen. Und hier ein kleiner Trick. Ihr seht, jetzt gerade, also es ist wirklich, also Retoff, guter Trick. Das hat mir meine Fahrschullehrerin damals gesagt. Ihr seht ja jetzt zum Beispiel, warte mal, ich stelle mich extra ein bisschen anders hin. Ihr guckt im Rückspiegel. Ich will dorthin, wo der LKW, also wo der Anhänger steht. Der ist rechts von mir. Und wenn ich nach rechts möchte, beim Rückwärtsfahren, dann lenke ich auch einfach nach rechts.
Jetzt muss ich aber natürlich links blinken. Ne, jetzt würde ich nach links, dann lenke ich nach links. Es klingt so dumm, aber das ist, also, ja, scheiße. Zack. Und ran die Kacke. Oi, oi, oi. So, wir machen ganz kurz Outfit of the Day. Wir fahren heute den V8 Scania. Nicht schlecht. Zwei schwarze Streifen, full white im Winteroutfit und hinten haben wir den RT-Lock dran. Drei Achser, zacki, zacki, kein Problem. Ich fahre hier mit ein paar PS, das habt ihr noch nicht erlebt. So, und rum damit. So, also, Tour geplant Nordmazedonien. Wir fahren nach Skopje zur Hauptstadt. Wir fahren unter anderem selbstverständlich auch mit dem neuen Balkan-DLC, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Wir haben viele Gebiete noch nicht gesehen. Bis dato Kroatien ein bisschen gesehen. Wir sind durch Serbien gefahren, haben ein bisschen was gesehen von der Welt und bin sehr, sehr gespannt, was wir noch so sehen werden. Ich glaube, dass die hier wieder super abgeliefert haben und die halt wirklich die Welt super gemodelt haben. Wo bin ich jetzt gerade? Wir sind gerade Richtung raus aus Österreich, aus Graz. Müssen wir gucken. Rafael S. konnte keinen Auftrag finden. Naja, wie wär's denn mal mit ein bisschen Augen aufmachen, Junge? Wenn du an Silvester keine Lieferung fährst, dann ist für dich das 2023 sicherlich noch nicht vorbei. Dann wirst du auch noch meinetwegen im Januar 2024 für 23 arbeiten müssen. Ich hab's ehrlich gesagt nicht leicht manchmal so als Geschäftsführer. Ich sag ehrlich, ich bin ja auch ein Guter, aber ich kann ja auch nur... So, einmal pennen und jetzt machen wir eine schöne kleine Abendfahrt. Oh, Leute, guckt's euch mal an. Mein Gott. Ja, das sieht natürlich super aus hier gerade. Optisch eine 1 mit Sternchen. Warum keine Handcam? Ja, weil meine Handcam auf die Tastatur gerichtet ist und mein Lenkrad logischerweise nicht auf der Position der Tastatur ist, sondern ungefähr einen halben Meter nach hinten, weil ich das extra auf so einen Wheeling-Stand habe. Also ich habe das separat nochmal an so einem Gerüst angeschraubt mit meinen Pedalen, mit einem Schallknüppel und allem drum und dran. Also es geht nicht. Und wenn ihr euch das jetzt, ich weiß, immer sehr schwer vorzustellen, aber das geht auch gar nicht, dass ich eine Kamera auf einen Lenkrad richte, weil, also... Ihr würdet das ja aus einer anderen Perspektive wenn sehen wollen. Und das heißt, ich müsste eigentlich eine Kamera ja an mich selbst angebaut haben. Ihr wollt ja nicht ein Lenkrad von hinten von oben sehen. Wenn man versteht, was ich meine. Kevin meinte, es war eins der besten Jahre bis jetzt. Hey, definitiv. Habe ich auch schon mit Kevin häufiger drüber geredet. Es kommt auch nicht so wirklich in meinen Kopf hinein, dass Kevin eben letztes Jahr gar nicht gestreamt hat. Also kaum. Dass es halt letztes Jahr die Vlog-Phase auch war. Und dass Kevin mehr oder weniger erst im Januar diesen Jahres ja so richtig zurückgekommen ist, ist sehr merkwürdig. Und ich weiß ja auch, also ich habe es ja auch häufiger mitbekommen, wenn Kevin immer wieder darüber geredet hat und er immer wieder so meinte, yo, hey, alle sagen, das ist so ein besonderes oder super gutes Stream-Jahr, so unterhaltsam von mir selber, also jetzt aus Kevins Perspektive, war aber er ja, ich glaube, er hat dann irgendwie sowas gesagt wie, ich habe nichts anders als sonst gemacht. Ich muss aber da immer wieder so sagen, das nimmt Kevin, glaube ich, ein bisschen anders wahr, als es wirklich so ist, weil er hat wirklich dieses Jahr viel, viel lockerer und entspannter irgendwie gestreamt. Heißt nicht, dass der Content unbedingt jetzt lockerer war, aber er hat, weiß ich nicht, seine ganze Herangehensweise war, fand ich, so viel gesünder und angenehmer. Heißt, dass es hat sich nicht so verkrampft angefühlt, dass er, I don't know, ob man das richtig beschreiben kann. Ja, lässt du die Schranke oben? Danke dir. Aber ja, was wir halt zusammen auch dieses Jahr alles für coole Erlebnisse hatten und so, war schon echt sehr, sehr geil. Ryox, danke für zwei Motorbahnmesser, dankeschön. Mein bestes Erlebnis dieses Jahr. Es gab viele, also viele Sachen, die wir eben geschafft haben. Jetzt mal jetzt auf Content und Videos und so weiter bezogen. Safe Call, Allmobs Extreme, also Dia-Zombie waren krasse Erlebnisse. Im Nachhinein muss man auch dazu sagen, das waren ja nicht mal die ultra krassesten Videos of all time. Weil, also ehrlich, die Videos haben underperformed im Vergleich zu allen anderen Allmobs Extreme Folgen. War aber trotzdem unfassbar cool, einfach nur, weil man so lange darauf hingearbeitet hat. Netherite Beacon war unfassbar geil. Wir haben alle meine persönlichen Sub-View-Record-Zahlen technisch gebrochen. 1,5 Millionen Abonnenten geknackt. Es war so vieles dabei, sich jetzt davon eine Sache auszusuchen, ist ein bisschen schwer. DraftTech 11 waren auch so viele coole Sachen dabei. Also da kann man sich echt eine Menge aussuchen. Was denkst du, wie lange du noch daily streamst und wie lange du das Ganze noch machst? YouTube und Twitch werde ich schon noch eine Weile machen. Also ich denke da jetzt noch nicht allzu viel ans, oh ja, ich hör bald auf. Also ich weiß gar nicht, das wird so gefragt, als ob ich halt wirklich mir darüber Gedanken machen sollte. Ist aber für mich momentan überhaupt nicht interessant oder irgendwie relevant. Daily Streaming, also für Leute, die es nicht wissen, ich streame jeden Tag seit dem 14. Januar 2016. Das heißt, wir haben
in 2 Wochen unseren 8-Jahrestag, also unseren 8. Jahrestag, 8 Jahre Daily Streaming. Ob ich irgendwann mal sagen werde, hey, ich streame jetzt nur noch 5-mal oder 6-mal die Woche, mache 1 oder 2 Off-Days. Ich glaube, dass das irgendwann kommen wird, ja. Wann, denke ich ehrlich gesagt, ich werde zumindest auf jeden Fall die, also ich bin ehrlich, ich mache mir schon natürlich darüber auch Gedanken und ich glaube auf jeden Fall frühestens, wenn ich die 10 Jahre voll habe. Also ich will 10 Jahre Daily Streaming auf jeden Fall voll machen und ich habe mir manchmal darüber nachgedacht, so, keine Ahnung, wenn ich 10 Jahre Daily Streaming voll mache oder voll habe, bin ich 28. Dann eventuell halt mal zu sagen, ein Off-Day oder so oder auch mal, wenn man in den Urlaub fährt, mal keinen Vertreter, also keinen Urlaubsstream und so weiter zu haben. Ich glaube, das könnte schon ganz angenehm sein und ich glaube auch ganz gesund. Und ich glaube, dass 10 Jahre ist halt einfach eine geile Zahl, die gar nicht mehr so richtig getoppt werden kann. Weil ob ich dann am Ende da 10 Jahre sage oder ob ich 13 Jahre sage, gefühlt 10 Jahre wird erst dann krasser, wenn es 20 sind. Und ja, also ob ich jetzt mit 38 dann die 20 Jahre Daily Streaming, also I don't know. Deswegen, ja, also ich denke, die 10 Jahre machen wir auf jeden Fall. Weil das klingt dann auch so voll, ja okay, und dann höre ich ja sozusagen auf zu streamen. Wir reden halt darüber, dass ich halt einen Off-Day oder so in der Woche mache. Also es wird sich ja dann nicht allzu viel für euch verändern. Ihr checkt, was ich meine. Ne? So, wir sind da in Skopje. Betrieb Balkan Loco. Ja, ja, klar. Und zack. Bravo, bravissimo. Das allererste Mal in Nordmazedonien. Der Kunde muss zufrieden sein. Wow. Haben wir uns eine goldene Nase verdient. Guckt dir das mal an. ADR-Klasse 8, Fähigkeitsrang 6. Zack, zack. Da gibt's Prozente, da gibt's schön. Nochmal was oben drauf. Genau so muss es sein. Und wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch lange, lange nicht fertig. Wir haben noch eine Menge Sachen noch weiter zu erkunden. Unter anderem, ihr seht es ja selber. Wir sind jetzt hier in Skopje. Eigentlich könnten wir auch mal hier an der Küste sehr gerne langfahren. Das würde ich sehr interessant finden. Joa, gucken wir mal. Ja, ich würde sehr gerne jetzt hier nach so Split oder so. Das wäre geil. Dann würde ich jetzt hier über die Küste fahren. Das würde ich gerne sehen. Warum kein Frachtmarkt? Bringt viel mehr Cash und sieht auch geiler aus am LKW mit eigenem Anhänger. Ja, hast du eigentlich schon recht, ne? Aber irgendwie finde ich es immer cooler, halt auch so ein Ding immer selber zu fahren. Also so hinten dran zu haben. Sarajevo. Alter. Einmal nach Porto. Ey, irgendwie gibt es kaum was, was hier an der Strecke... Oder schlaf erstmal und dann guck, wenn sich die Aufträge erneuern. Hast guter Call, sehr guter Call. Wir müssen nämlich auch noch pennen. Wir haben jetzt erstmal keinen Anhänger. Ihr seht ja halt immer unten rechts, guck mal, da ist das Bett. Das Bett ist blau. Wenn das halt noch weiter gefüllt ist, dann bin ich noch müder. Und dann wird es irgendwann rot. Boah, wollen wir mal ein bisschen driften? Hohoho, pass mal auf, was ich hier mache. Warte, Achtung. Digga, stell dir vor, der Kunde, den habe ich gerade für 50.000. Den habe ich gerade für 50.000 seine ganze Ware abgeliefert und dann... Und dann drifte ich da auf seinem Fuhrpark rum. Hohoho! Oder wo ist der Schlafplatz? Ist der Schlafplatz auf der anderen Seite? Gut, dann einmal pennen, damit wir wieder frisch sind. Wir haben ja eh keinen Auftrag. Dann sehen wir das Ganze auch mal bei Tag. So, dann gucken wir jetzt mal nach dem nächsten Auftrag. Was haben wir denn im Angebot? Pascal, danke dir für 8 Monate und Puschel. Killer, danke dir auch. So, nach Linz. Skopje nochmal. Nö. Rumänien. Türkei. Ja, das sind teilweise noch... Das sind wir gerade gefahren von Graz. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt hier wirklich mal runter nach Albanien. Damit wir noch ein bisschen mehr hiervon sehen. Ich glaube, hatten wir... Was hatten wir noch in Albanien für Aufträge? Das war nur der ganz unten, ne? Oder, warte mal, waren wir da in der Türkei schon? Ja, waren wir auch. Ja, ich glaube, das sollten wir ehrlich gesagt machen, oder? Weil, Bro, hier kriegen wir für die 400... Ja, da kriegen wir halt nichts. Aber ich würde schon ganz gerne da langfahren. Ich will halt da langfahren, um da was zu sehen. Aber dann können wir nach Tirana. Das machen wir. Wir fahren in die Hauptstadt. Weil dort waren wir noch nicht, oder? Nee. Boah, und ihr wisst ganz genau, was sich jetzt geholt wird. Oh, du beabsichtigst, einen Schwertransport zu übernehmen. Wirf einen Blick auf die momentane Ausführung deines LKWs, um sicher zu sein, dass er die Aufgaben bewältigt. Bro, Schwertransport. Sollen wir das machen? Ja, aber kann er. Schwertransport. Ja, kann er.
Bro, ich fahre hier mit einem 3-Achser V8. Ich fahre ja nicht hier irgendeine... Ich fahre ja jetzt hier auch nicht irgendwas. So, da bin ich doch schon. Zack, hinten ran das Teil. So, ich will nach rechts, deswegen lenke ich das Lenkrad nach rechts. Und ran das Teil. So, Leute, jetzt seid ihr mal ein bisschen ready für den V8, ja? Der wird ein bisschen schnurren, das Kätzchen. Da wird mal jeder einzelne PS wird mal ausgequetscht für den 26-Tonnen-Bagger. Geile Sache. Boah, sieht das gut aus. Für meine Sammlung. Also, Leute, jetzt nochmal Ernsthaftigkeit. Wir haben einen 26-Tonnen Volvo-Bagger hinten drauf. Mittwoch, 8.36 Uhr. Keine halben Sachen. Wir sind dafür verantwortlich, dass das Teil nach Albanien kommt. Mit euch gemeinsam kriegen wir das hin. Aber jetzt muss ich mich auf volle Kanone hier mal konzentrieren. Deswegen jetzt mal bitte aufpassen. Jeder ist jetzt hier auch... Gott, das ist viel zu rutschig für einen Schwertransport. Eine Hand am Lenkrad, eine andere Hand an der Käsebrezel. So startet der Mittwochmorgen gut. Freie Straße und eine Käsebrezel. Naja, was soll ich machen? Ist doch super hier in Nordmazedonien. Von Skopje nach Tirana. Ey! Alter, ich hab nicht aufgepasst. Sicker Übergang, ja, ja. Alles unter Kontrolle. Ich hab da ein bisschen auf die Brezel gerade geguckt. Oh, ich muss aber sagen, die Map ist hier echt gut. Also, ihr dürft euch nicht verblenden lassen jetzt auch durch den Schnee. Das ist halt durch eine Extra-Mod nochmal eingefügt. Aber, also an die Geogesser-Atzen, die Poles, also auch diese kleinen Pfeiler, die sind alle original, weil wir jetzt hier gerade in Nordmazedonien langfahren. Oder wir sind mittlerweile in Albanien schon, oder? Das ist halt eben alles original. Das ist schon echt cool. Auch wirklich optimale Strecke für einen Schwertransport. So, Leute, willkommen in Albanien. Fahren Sie geradeaus in die Röntgenhalle. Ach, Mann, ich habe hinten den Volvo-Bagger. 26 Tonnen drauf. Und ich werde jetzt erstmal hier gescannt. Leute, wir haben jetzt nichts verbrochen, oder? Naja, mal gucken, ob du was findest, hä? Naja. Röntgenkontrolle erfolgreich abgeschlossen. Sie können weiterfahren. Nichts gefunden, oder? Naja, war ja auch nichts. Lux, danke dir vielmals. Ja, Leute, jetzt mal ehrlich. Ganz großes Glück gehabt, Kollege. Boah, nee. Diesel 1,95. Jetzt, oh, jetzt halt mich mal fest. Für wie viel haben wir vorhin noch getankt? Für 1,90, ne? Nee, warte mal. Für wie viel haben wir getankt vorhin? Für wie viel haben wir getankt? Alter, was ist denn das hier für eine Strecke? 1,60, ne? Alter. Oh, was ist denn hier los? Hast du eine Panne oder was? Kann man helfen? Ja, ja, scheiß drauf, ah, ja, ja, jo. Ey, das haben sie also wirklich, also das hier, die Stadt haben sie echt geil gemodelt. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich war zwar noch nie in Tirana im Real Life, aber ich kann mir vorstellen, dass es relativ nah an das, so vom Vibe an das Original rankommt. Ja, das Schnee im Tunnel ist, das kommt nicht durchs Originalspiel, sondern durch die Mods. Das ist teilweise vielleicht ein bisschen fehlerhaft gemodelt. ETS hat echt viel nachgebaut beim Städtebau. Ja, früher waren Städte, also auch zum Beispiel gerade in Deutschland oder so, da waren Städte halt immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Da hast du halt mal vielleicht den Fernsehturm in Berlin im Hintergrund gesehen und so, aber mittlerweile haben die sehr, sehr abwechslungsreiche Streckeninhalte und das ist schon sehr, sehr verwinkelt und alles. Das ist schon krass. Gefällt mir, I like. So, na dann, hat hier jemand einen 26-Tonnen Volvo-Bagger bestellt? Moin, moin, Ihre Lieferung kommt. Moinsen, einmal bitte aufmachen. Moin, Hundi.
Digga, werde ich da von hinten angehupt oder wie? Oh. Ja, bin in Eile. Boah, sauber. 13.000 die Tash. Und wir waren endlich auch mal in der Hauptstadt. So, wir werden jetzt mal ganz kurz einmal uns abschleppen. Und einmal hier in Albanien unseren LKW ein bisschen reparieren. So, LKW-Konfigurator. Was hat denn, was, welche Teile haben denn mittlerweile Verschleiß? Wo kann ich denn das sehen, Leute, welche Teile Verschleiß haben? Achse und hier. Ach, scheiß drauf. 1% ist nix, ja, habt ihr recht. Boah, auf was für ein Hinterhof sind wir hier? So, und dann, wir fahren mal zur nächsten Tanke. Und da müssen wir dann auch mal nochmal nächtigen und dann haben wir eine Nachtfahrt nochmal vor uns, Leute. So, wir gehen zu Apus Oil. Pika Bear. Studente. Hallihallo, einmal bitte voll machen. Was zahlen wir für einen Dieselpreis hier? 1,83. Ja, also mein Gott, was ist denn hier in Albanien los? Dann, wo wollen wir mal pennen? Da drüben ist eigentlich ein perfekter. Perfektes Hotel. Oh, jetzt erstmal eine schöne Ruhe. Oh, vamos, geil. Gut, Leute. Dann suchen wir uns mal ganz kurz einen neuen Auftrag. Wir fahren jetzt von Tirana nach... Boah, das wäre interessant, auch mit ein bisschen Schiffweg. Aber eigentlich würde ich am liebsten jetzt hier mal noch so... Nach, also ich würde an der Küste gerne langfahren. Wo waren wir denn noch nicht? Ja, wir fahren jetzt mal mit den Druckbehältern. Fahren wir mal nach Frankreich. Nach Sardinien. Und jetzt Donnerstag, 2 Uhr. Aber ist das ein Wetter? Mann, oh Mann, oh Mann. Junge, 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 Junge. Seit Jahren bin ich hier auf den Straßen unterwegs. Aber dass ich hier am Donnerstag um 2.08 Uhr im strömenden Schneeregen hier die Fracht nach Sardinien bringe aus Albanien. Einer muss es ja machen. Wenn nicht ich, wer dann, hä? Also, mein Feedback, Albanien, super. In ETS ist das hier super gut umgesetzt. So, den sehe ich. Lässt du mich? Lässt du mich? Danke dir, mein Bester. Oh, verliere ich kurz die Kontrolle, alles gut. Sardinien ist nicht, Frankreich. Stimmt, Korsika ist Frankreich, Sardinien ist Italien. Ist das hier immer noch Tirana, by the way? Das ist ja so krass. Wir müssen jetzt einmal, boah, wo müssen wir denn hin? Hier jetzt rechts, oder? Das ist ja ganz schön versteckt. So, Druckbehälter, 12 Tonnen bitte. Und da stehen sie auch schon. Boah, wie macht man das jetzt hier am dümmsten? Boah, kann ich hier in die Halle fahren? Das ist geil gemacht. Das gab es vorher noch nie, dass ich jetzt ja beim Kunden in die Halle und so fahren konnte. Pass auf deinen Kopf auf. Ja, das ist gut. Haben dran. Sauber! Ja, dann fahren wir doch direkt mal hier durch die Halle. Oh yeah. Hast du einen LKW-Führerschein oder warum fährst du so gut? Ich danke dir, mein Bester, erstmal fürs Kompliment. Das ist schon vielen Leuten aufgefallen, dass ich sehr, sehr gut LKW fahren kann. Ich habe tatsächlich keinen LKW-Führerschein im Real Life. Ich bin einfach nur passionierter und sehr, sehr leidenschaftlicher LKW-Fahrer, Driver, hobbymäßig im Internet. Und ja, wer weiß, was da noch kommen kann. Ja, Naturtalent.
So, oh, jetzt geht's aber erstmal aufs Schiff. Ich hoffe, alle von euch sind seetauglich und haben jetzt hier kein Problem mit dem Basti mal ein bisschen auf eine Schiffstour zu gehen. Denn es geht jetzt erstmal nach Sardinien und danach nach Korsika. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Mach auf, Mikey. Danke dir. So, boah, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, wo müssen wir lang? Boah. So. Ja, Sicherheitsüberprüfung. Das ist hier halt alles auf einem sehr, sehr hohen Level. Da vorne ist unsere Fähre. So, langsam, ganz vorsichtig jetzt. Hier, das ist... Hoppa. Zack. Pui. So, wir fahren einmal nach und hier auch wieder ein Scheißwetter. Boah, und guck mal hier, eher kurzärmlich und so. Ah, Jungs, ihr seid aber auch ein paar Atzen, ne? Ist das krass. So, alles ganz enge. Alles unter Kontrolle. So, und jetzt ab ins Mittelmeer. Ich habe gerade einen Arm auf der Lehne, ja. Aber ich muss den Stuhl ein bisschen so weiter nach unten auch fahren. Dass ich es nicht gefallen lassen, aber der kennt mich. Warte mal. Ich sag ihm mal. Michi, war nichts Persönliches, wa? Ja, ja, man kennt sich auf den Straßen. Viele hat man ja schon häufiger gesehen. So, es geht gleich weiter mit der nächsten Schiffsfahrt. Hier auch großer Hafen. Ah, sehr interessant, aber schön, die Sonne kommt gerade schön raus. Oh, jetzt geht's runter. Festhalten. Oh. Ist das Duisburg? Also, fast. Oh, Lambo. Neapel mit Duisburg zu vertauschen, ist auch echt interessant. Wobei Duisburg auch einen großen Hafen hat, aber Binnenhafen. Und Duisburg jetzt nicht unbedingt am Meer liegt. Warte mal, ist hier... Wo ist denn hier diese Filmsequenz? Ja, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ich muss da rein. Boah, Hafen von Neapel. Wie kann jemand mit einem Hupen gerade diesen epischen Moment so zerstören? Wow. Gandalf, danke dir. Kran. Schöner Kran. Bravo! Was ein schöner Hafen! Klasse! Oh. 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 Ey, Leute, sorry, ne? Schere hoch, aber ich muss mir mal ganz kurz den... Ich muss mich hier mal kurz umgucken. Der wird mich doch komplett abschneiden. Mann, doch. Puh, ein bisschen runterfahren. Jetzt mal wieder entspannt ein bisschen mit der Fähre. Der hat auch Vorfahrt. Der hat meine Dings geschnitten. So, Leute, schön festhalten, aufpassen. Jeder sucht sich einen Partner und bitte, bitte passt immer darauf auf, ob euer Partner noch bei euch ist. So, wir müssen einmal nach Cagliari, ne?
Vor 80ern, ja, na klar. So, jetzt Feuer, komm. Zacki, zacki. So, ist bei dir Schnee? Naja, ist Winter. Truckers MP schon mal gezockt? Ja. Muss aber sagen, seit dem Konvoi-Feature ist für mich das Online-Spielen eher durch Konvois halt leider. Wobei ich es aber auch einfach genieße, mal wieder im Singleplayer hier ein bisschen zu touren. Leute, ich habe eine sehr, sehr philosophische Frage für euch. Die wollte ich letztens schon in der WhatsApp-Gruppe stellen. Wenn ihr für euer restliches Leben nur noch einen Buchstaben mit dem Essen anfangen kann, also Kartoffel K, Karotte K, Apfel A, was auch immer. Also von welchem einzelnen Buchstaben würdet ihr euch für den Rest eures Lebens nur noch annähern? P, weil, was habt ihr alles bei P? Pizza, Pasta, Pommes, Pancakes. Okay, und wenn wir jetzt mal nicht Gerichte nehmen, sondern eher halt Lebensmittel. Nudeln, Nüsse, Nektarinen, C, Currywurst. Trotzdem P. P ist stark, ne? Pfirsich. H, halbes Hähnchen, halbes Schwein. Junge, einfach alles. Du kannst nicht bei allem dann einfach halbes davor schreiben und das ist einfach Sinn. Ja, ich esse halt nur die Hälfte dann, aber ich hab dafür alles. Halben Auflauf, halben Apfel, halbe Gurke, oh jo, halbe Portion. Boah, ich muss mal sagen, ich checke schon, aber ich glaube, F für Fleisch fand ich auch fraglich. Dass Leute dazu bereit wären, wenn es darum geht, sich für den Rest ihres Lebens von einer Sache zu ernähren, dass das Erste, was Leuten in den Kopf kommt, Fleisch ist. Das ist interessant. Da bin ich mal gespannt auf die, Blutwerte. Aber ich glaube, wenn man es wirklich auf eine Sache reduzieren müsste, ist das Beste eigentlich sowas wie Reis oder so. Aber das Ding ist halt, bei R hast du halt kaum andere geile Sachen. Was hast du da halt? Rosinen, Rosmarin, Rucola, Rotkohl, Radieschen, Rettich, ja, Rahmen, Roulade, Rosenkohl. Ja, es gibt schon echt ein bisschen Gemüse, ne? Rote Beete, true. Roggen, stimmt, das ist eigentlich R klingt eigentlich sehr gesund. Eine Sache, ich habe eine kleine Theorie, bezogen, weil wir gerade bei Essen sind, dönertechnisch auch. Ich glaube, Döner schmecken besser, wenn das Gemüse im Döner gewürfelt ist. Also eher, also sag ich mal, wirklich stark verkleinert ist. Beispielsweise bei Zwiebeln. Wenn Zwiebeln echt in kleine Stückchen geschnitten sind, als große Zwiebeln, schmeckt es am Ende im Döner echt besser. Also jetzt mal abgesehen von, es gibt so viele Faktoren, die nochmal mit reinspielen. Aber, es ist besser durchmischt, ja, genau. Du hast halt in einem Bissen ein bisschen mehr Variation. Der Minecraft-Spieler will natürlich Döner in Würfeln. Mann, es geht nicht darum, dass der Döner in Würfeln sein soll, sondern, Mann. Imbaco Corsica. Oh, da sind wir schon da. Auf Corsica. Boah, Korsika, Sardinien würde ich auch mal gerne im Real Life sehen. Ich habe einen G29 von Logitech, genau. Oh, kurz vorm Kunden, jetzt hier wieder ein Stau. Finnish Tars. Der ist wirklich aus Finnland, oder? Kann das sein? Oh, hier müssen wir hin. Ach, moin, moin. Den kenne ich doch. Boah, wo soll das jetzt hin? Ja, komm, wir gehen mal auf Nummer sicher. Mal wieder unfassbar erfolgreich. 33 Taler dazu verdient. So muss das sein. Oh, es gibt ja mittlerweile auch gebrauchte LKWs, ne? Alter, sind die günstig. Alter, ich will nicht wissen, was die für einen Verschleiß haben, ne? Ey, dass es mittlerweile dauerhafter Verschleiß gibt, ist echt krass eigentlich. Amigos. Amigos de la noche. Wie soll ich es euch erklären? Unser wunderbarer Early ETS-Stream neigt sich dem Ende. Er ist zu Ende, um es so zu sagen. Es war mir eine Ehre.